Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie hier zu einer weiteren stealthigen Runde Hitman 2 Silent Assassin. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind und natürlich auch ein dickes Dankeschön für die Bewertung im letzten Video. Aber lasst uns loslegen, wir haben viel zu tun. Die letzte Metro wartet auf uns. 47, hier ist Diana. Brillant. Dankeschön. Unser Klient ist sehr zufrieden. Allerdings will er, dass Sie die anderen Generäle auch töten, bevor Sie etwas herausfinden. Einer der beiden, General Michail Badatschenko, verhört im Keller der Kaserne am Nevsky-Aussichtspunkt einen Verdächtigen. Dieses Überwachungsvideo ist 2 Tage alt. Wir müssen uns also beeilen. Ihre Zielperson muss irgendwo in der Anlage sein. Sorgen Sie dafür, dass der Gefangene unverletzt fliehen kann. Alles klar, unverletzt. Sie finden Ihre Ausrüstung im Lager neben einer Kiste mit der Aufschrift FCK. FCK. Gleich neben dem Haupteingang. Alles klar, nicht es FCKW? Es gibt Gerüchte über ein geplantes Attentat auf den General. Sicher wimmelt es da unten von Wachen. So, wenn Sie Ihren Auftrag erledigt haben, gibt es nur einen Fluchtweg. Sprengen Sie eine Wand und fliehen Sie durch die Kanalisation zur U-Bahn. Genau Sie mein haben Stil. Die Stelle, an der die Wand mit einer dafür Sprengung dünn genug verschwinden. Ist, auf Ihrer Karte markiert. Machen Sie es gut, 47. Und wenn man gut aufgepasst hat, dann hat man jetzt schon den Gefangenen so halb identifizieren können. Es ist ein alter Bekannter von uns. Und auch ansonsten in der restlichen Hitman-Serie spielt er eine, ich sag mal, zentrale Nebenrolle. Zentrale Nebenrolle. Agent 47 ist 47 einzigster Freund. Männlicher Freund. Das mit Diana war ja noch nicht abgeklärt. Ob wir da auf der Freundschaftsschiene sind oder ob da vielleicht mehr draus wird. Egal. Das ist er, der Übeltäter. Michail Badatschenko. Auf. Ich konnte auch keine Waffe mir aussuchen gerade eben. Schade. Wir müssen das nehmen, was wir in den Taschen haben. Und das ist nicht viel. Ein Feldstecher, Dietrich und eine Klavierseite. Das ist echt nicht viel. Also. So. Dann bemühen wir uns jetzt mal schleunigst. Wow, das war knapp. Uns eine Uniform zu holen. Bling! So. Sehr schön. Nein, nicht die Arcane. Ich glaube, man kann das abkürzen. Genau. Einmal kurz die Karte aufmachen und wieder schließen. Aber erstmal verstecken wir hier den guten Mann. Der kommt uns nicht mehr in die Quere. Der kommt uns nicht mal in die Quere. Oh oh, ich hoffe, uns sieht hier keiner. Ansonsten ist das hier eigentlich ein okayes Versteck. Cool, eine AK. Aber will ich eigentlich nicht nehmen. Will ich eigentlich nicht nehmen. Würde lieber schallgedämpfte Waffen benutzen und auch nur im äußersten Notfall. Cool. Ja, aber zur Not, oder? Wenn das Geballer erstmal losgeht. Dann bin ich, glaube ich, ganz happy, wenn wir die AK dabei haben. Durchgeladen. Wunderbar. Ansonsten gehen wir jetzt erstmal ruhig, entspannt für unsere Runde. Die Spannung steigt. Mega. Einfach mal mega atmosphärisch. Allein diese bedrohliche Situation. Den LKW könnten wir nehmen. Brauchen wir aber nicht unbedingt. Wir machen eine chillige Tour. Einmal hier so rum. Und ansonsten pfeifen wir halt auf das Ranking. Wenn die was wollen von uns, dann können die das kriegen. Wenn sie die Ballertour haben wollen, dann kriegen sie sie. Na, willst du nicht weitergehen? Da ist übrigens unser Versteck. Da ist unsere Ausrüstung. Na, bleibst du jetzt für immer da stehen? Nase, du? Dann geh ich hier runter. Oh.
Hat er nicht gecheckt. Hat er nicht gecheckt? Bin ich ganz dankbar für. So, haben wir hier... Das hat keiner gesehen, dass das hier rumliegt, den halben Tag. Das bezweifle ich doch irgendwie. Ah, da ist ja endlich eine schallgedämpfte Pistole. Steck sie ein, mein Freund. Minibombe, die brauchen wir. Fernzünder auch, den Pager, Nachtsicht. Oh, schön. Das Handy, alles. Nimm alles mit. Alles, was da liegt. Ansonsten klammer dich an deine AK-47. Ich hoffe mal, der tote Soldat wird nicht gefunden. Dann machen wir wenigstens Fortschritte. Machen wir ein Safe, your Spaß. Einen Safe, bitte. Nachher, ab der Hälfte des Levels... Oh, verdammt. I'm sorry. Ich laufe hier nur kurz entlang. Oh! Ein Glück habe ich gespeichert. Was war denn da jetzt los? Ich wollte nur in den Apparat gehen. Darf das nur der diensthabende Offizier ans Telefon gehen? Der diensthabende Offizier? Oder muss ich? Muss ich mit dem LKW fahren? Ich glaube nicht. Ich glaube, das lässt sich sicherlich auch anders lösen. Sicherlich auch anders. Ja, wenn nicht, dann steigen wir eben auf den LKW. Wenn ihr das so haben wollt, dann machen wir das so. Dreh dich wieder um, mein Freund. Du hast nichts gesehen. Dreh dich um. Geh aus der Ego-Perspektive raus. Geht nicht, geht hier nicht. Ganz komische Geschichte. Wir verkriechen uns mal hier hinter der Kiste. Müssen wir das wirklich jetzt machen? Bin mir gerade gar nicht so sicher. Es gab keinen Weg hier raus. Vielleicht durch die Kanalisation eventuell. Seht ihr das? Ich muss, bevor ich hier diese Auswahlmöglichkeiten wie Schließen oder Straßen anklicken möchte, das erste Mal, wenn ich die Karte geöffnet habe, muss ich einmal die Karte verlassen haben. Einmal hier rüber gegangen sein, über den Rand. Dann kann ich draufklicken. Strange. Aber das liegt an der Modifizierung, dass wir das Spiel auch in 1080p spielen können. Okay, ich laufe einfach mal weiter. In der Hoffnung, dass wir hier zu Potte kommen. Kurz einen Ausweichschritt hier rein. Oh, ein bisschen Muni nehme ich mit. Vielleicht für später. Oh, kommt der hier rein? Nicht wirklich, ne? Okay. So. Wo sollen wir denn überhaupt hin? Sind hier... Da haben wir unsere Muni abgeholt und hier ist das militärische Hauptquartier. Okay, einfach nur falsche Richtung. Wir müssen... Da rechts in eine Gasse. Wir hätten direkt aus dem LKW aussteigen können. Macht ja nichts. Wenn wir wieder drinnen sind. Dann gebe ich uns nochmal einen Speicherpunkt. Okay, da ist keiner. Sehr schön. Dann renne, mein maximal frisierter Held. Haben wir hier noch was? Nee, alles im grünen Bereich. So, jetzt wird's ein bisschen tricky. Oh, shit! Oh, nein! Jetzt alles im grünen Bereich. Cool bleiben. Ne, cool bleiben. Mich hätten sie schon längst erschossen. Aber ich erwürge ja auch keinen mit der Klavierseite. Nicht mehr. Okay, da ist der Fahrstuhl da. Will ich da rein? Darf ich da runter? Habe ich die richtigen Klamotten an? Ist mein Rang hoch genug? Da wären die Klamotten jetzt gewesen. Das wäre ein ganz schön langer Weg geworden. Und der Typ an der Tür, der hätte uns jetzt fertig gemacht.
Aber sowas von. Aber wir sind ja schon eingekleidet. Haben wir hier eine Deagle. Desert Eagle. Danke. Nicht dieses Mal. Umziehen. Sind die gleichen Klamotten, ne? Aber wir tragen ja nicht mehr die Klamotten von dem Toten, was vielleicht gar nicht so schlecht ist. Oh, shit, jetzt läuft er die ganze Zeit hinter uns her, ne? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alter. Mach keinen Scheiß. Alter, Alter, Alter. Erstes Untergeschoss. Yay! Zusätzliche Speicherpunkte erhalten. Sehr schön. So, jetzt müssen wir ganz besonders vorsichtig sein, weil wir jetzt unter ständiger Beobachtung stehen. Ignoriere mich, mein Freund. Ignoriere mich. Ich könnte natürlich meinen Speedrunner-Rennschleichglitch benutzen. Das ist mir gerade aber zu tricky, muss ich sagen. So finde ich es um einiges immersiver. Um einiges immersiver. Mal gucken. Wir müssen jetzt die Kamera... Oh Gott, da gehe ich nicht rein. Wow. Nein, da gehe ich nicht rein. Ich gehe nur die Ecke erstmal. Okay. Wie viele Speicherpunkte haben wir noch? Noch 6? Komm, dann hauen wir noch einen raus. Ah. Hm? Wenn ich das schon höre. Ja, gerade in Hitman 2, Silent Assassin, gibt es so, ich glaube, im Kontext aller Hitman-Spiele, die nervösesten Wachen überhaupt. Ja, nirgendwo haben die Wachen einen so nervösen Abzugsfinger wie in diesem Spiel. Ich brauche jetzt die Uniform von einem Offizier und dann mache ich die Kameras ab, dann kann ich zumindest hier in den Gängen rennen. So, da sind wir jetzt einmal im Kreis gelaufen. Gut zu wissen, haben wir die Lage gecheckt. Du bist doch gerade schon mal hier lang gelaufen. Nicht mal ganze Stühle haben sie hier. Schon alles abgesessen. Wie die Penner. Wie die Penner. Wie die Penner. Kein Stück dürfen wir rennen. Kein Stück. Sonst ist alles schon zu spät. So, Offiziersklamotten und dann die Server. Oder andersrum. Kann auch sein, dass wir erst die Kameras deaktivieren müssen. Und dann erst auch in die Offizierskabinen kommen. Ah, ja, kann wirklich sein. Dann knallen wir die jetzt mal weg. Schön. Na, okay. Das ist doch schon mal was. Kameras sind deaktiviert. Wenn wir wollten, können wir jetzt rennen. Also wenn die uns hier nicht sehen. Hier ist der Offizierstyp. Hier muss auch irgendwo da. Genau. Ach, wir sind da gerade rausgekommen. Das war der Serverraum. Boah, wie ich damals die Mission gehasst habe. Alle Missionen in Arosai hier. Das war so schlimm für mich. Ich hab nichts gemacht. Sie war schon tot. Oh! Okay, ich hab... Oh, der ist aber echt... Der ist cool drauf, oder?
Der ist cool drauf. Das war kein Alarm. Alles cool. Alles cool. Wow. Wäre sowieso nur eine AK gewesen. Ich such. Den Schlafraum von einem Offizier. Ah, sorry. Oh, wow. Nee, cool. Alles cool. Das ist unrealistisch. Würde man einen russischen Offizier so anrempeln, dann war's das. Dann hat er ein letztes Stündchen geschlagen. Dein allerletztes. Verdammt, wo ist das? Wir können ja auch einfach mal auf die Karte gucken, ne? Anstatt die ganze Zeit rumzu... Oh, wow, wie viele Leute hier einfach mal sind. Guard Quarters, okay. Da wird wahrscheinlich eine Uniform sein. Server Station? Da ist ein Serverraum, da ist eine Server Station? Ah, da ist die Mauer, ist da. Da müssen wir rein, ne? Da müssen wir rein. Da ist noch ein Fahrstuhl. Damit fahren wir dann runter. Okay, wir sind gar nicht mal so schlecht hier gerade. Wir müssen jetzt einfach nur den Gang weiter runterlaufen und dann nach der Abbiegung die zweite links. Ich glaube, hier liegt die Offiziersklamotte. Ich glaube, da liegt sie. Mal gucken. So. Den Gang weiter runterballern. Dann die zweite links. Ah, danke schön. Komm schon, Mann. Mach hin, ne? Wir haben nicht ewig Zeit. Oh! Eine Sekunde, Leute. Eine Sekunde. Das war mein Timer. Das war nur mein Timer. Also nur deswegen fange ich jetzt nicht an zu schneiden. Das ist immersiv. Das bringt auch ein bisschen spielerische Atmosphäre rüber. Das vertieft den Eindruck, dass wir beide, nur du und ich hier gerade sitzen und du mir über die Schulter guckst, wie ich dieses wunderbare Spiel aus dem Jahre 2002 spiele. Das war übrigens der Timer dafür, dass ich den ARC-Server runterfahren muss. Derzeit wachsen unsere Rocktrakes heran, unsere ganze Meute, 6 Stück haben wir. Und da lassen wir im Hintergrund ganz gerne mal die Server ein paar Stunden noch nach unserer Aufnahmesession laufen. Damit die schneller wachsen. Das darf ich jetzt nicht vergessen. Nach dem Level Server ausschalten. Ansonsten könnt ihr euch demnächst auf Rocktrakes ausgewachsen. 6 ausgewachsene Rocktrakes in unseren ARC Operation Folgen freuen. Okay, wir legen die Bombe. Jetzt sollten wir vielleicht auch mal speichern einfach. Wenn ich das nicht schon getan habe. Gut, wir merken uns, wir haben noch 3 Speicherpunkte. 3 Stück. Damit sollte das zu machen sein. Bombe kann platziert werden. Machen wir doch. Machen wir doch glatt. Wie kriegen die Bomben hier raus? Ich habe ja hier nur die Waffen. Ellie, bitte. Danke. Der spinnt, der Hund. Der spinnt. Inventar. Oh, hier kommt einer, ne? Kurz hier hinter die Mauer. Zu weit entfernt, die Bombe. Ellie, bitte! Aus! Dackel! So, wo war denn hier bitte Inventar öffnen? Den normalen... Nein! Oh Gott, ich habe fast auf Mission neu starten geklickt. Tastenbelegung. So. Nein, stopp. Runter, bitte. Runter, Inventar öffnen. Rechte Maus, das habe ich doch gemacht. F. F ist der andere, aber F ist ablegen. Hä? F gedrückt halten. Das muss einem noch gesagt werden. Oh, I'm sorry. Geh einfach. Ich bin ein Offizier.
Und auch ein Gentleman. Nun aber, fallen lassen mit G, mit G. Oh, schön rein ins Loch, ne? Wunderbar, die Bombe ist jetzt scharf. So. Und jetzt geht's runter. In den Keller, ins zweite Untergeschoss. Wäre richtig rechts lang? Nein, links lang. Links lang. Zu unserem Kollegen ins zweite Untergeschoss. Okay, wir warten, bis er hier durchgelaufen ist. Wieso darf der da eigentlich durch? Ist kein Offizier. Und wenn ich diese Klamotten anhätte, vom normalen Soldaten, mich hätten sie da rausgezerrt. Erschossen hätten sie mich. Erschossen hätten sie mich. Na Mensch, ich darf das. Ich darf hier durch. Ach, das ist der Raum hinter den Gittern. Ganz am Anfang. Ja, salutier. Salutiere, als ob es sein letzter Tag auf Erden ist. Wird er wahrscheinlich sein. Gleich geht hier die Hölle los. Wir haben noch 3 Speicherpunkte. Ja, 3. Einen gönnen wir uns noch. Einen haben wir dann, nachdem wir den Typen befreit haben. Erst danach. Und dann. Und einen nehmen wir mit nach Hause. So. Etwas für mich? Wer ist der Kerl, der Pager? Und wo ist er? Tja, Pager. Solche Informationen sind in der Regel geheim und... Ich habe keinen Pager dabei. Amerikanischer Scheißkerl. Du weißt, wer. Warum habe ich keinen Pager dabei? Natürlich nicht, Sir. Aber wissen Sie, es ist ich. Aha, du willst nicht. Gut, dann eben auf die harte. Warum hat er den Pager nicht dabei? Ich hatte gehofft, das würde nicht nötig sein. Ach, damn. Na, da kann ich jetzt nicht dran ändern, leider. Aber ich... Es... Nein! Autsch! So, nicht bewegen. Wenn ich jetzt einen Fehler mache, tut es ein bisschen weh. Nein. Das ist doch jetzt ein Witz, oder? Ich hatte doch einen Pager vorhin. Gibt's vielleicht einen anderen Raum oder eine andere Tür, durch die ich den Raum betreten kann? Das ist doch nicht euer Ernst. Vielleicht sehe ich es auch nur. Nee. Ich habe doch alles eingesteckt. Muss ich den Pager vielleicht woanders herholen? Damn. Ist auch abgesperrt. Nein! Okay, alles klar. Dankeschön. Oh, Glück gehabt. Verstehe ich nicht. Wo der Pager ist. Keine Ahnung. Hey! Ich bin Offizier! Das lassen wir natürlich nicht so stehen. Da haben wir uns jetzt nochmal ganz kurz abreagiert. Ganz kurz. Nee, dann müssen wir nach hinten. Dann müssen wir nach hinten. Führt keinen Weg dran vorbei und ich frage mich wirklich, wo der Pager war. Wirklich, wo der Pager war. Na? So, also, da wird gefoltert. Haben Sie etwas für mich? Wer ist der Kerl, der mich umlegen wollte? Und wo ist er? Tja, wissen Sie, solche Informationen sind in der Regel geheim und... Pass auf, du amerikanischer Scheißkerl! Du weißt, wer er ist. Lass deine Nein! Geh weg einfach. What are you doing? Nein, so macht man das offensichtlich nicht. Vielleicht ab den Soldaten wieder gehen. Vielleicht ab dem Soldaten wieder gehen. Ne? Kriegen wir schon hin. Kriegen wir schon hin. Ja, das sieht immer alles einfacher aus, wenn man zuschaut, als es letztendlich ist. Etwas für mich? Wer ist der
der mich umlegen wollte. Und wo ist er? Ja, wo ist er? Solche Informationen sind in der Regel geheim. So, jetzt mit schön viel Spucke. Gedrückten Daumen und. Aber warum? Warum tun sie mir das an? Ich bin doch nur. An der Waffe liegt's nicht, oder? Ich darf doch eine AK haben, oder? Wenn ich probiere es mal ohne AK. Also, haben Sie etwas für mich? Haben Sie etwas für mich? Ah, ich brauch so eine kleine Lücke hier. Ach, shit. Haben wir Glück gehabt? Jetzt aber. Ich hatte gehofft, das würde nicht nötig sein. Aber ich. Ja, die Pager-Variante wäre die beste und, naja, stealthigste gewesen. Wir legen direkt vor die Tür vom Verhörraum, legen wir. Was, wenn Sie es richtig machen? Ein Pager und rufen den dann mit dem Handy, welches wir wiederum im Inventar haben, an. Dann piept's, dann geht er raus, dann ist alles cool. Hey! Oh shit. Ach, und sind alarmiert. Nein, oder? Das ist doch nur erst alarmiert gewesen, ne? »47? Mhm. Sind Sie es wirklich? Ja. Ich kann nicht glauben, dass Sie das sind.« »Ja, yes, I am.« »Wer hätte gedacht, dass wir uns wiedersehen? Sie sahen damals in Rumänien nicht gut aus.« »Ja, ich weiß. Ich schulde Ihnen was. Sagen Sie Bescheid, wenn ich Ihnen helfen kann.« »Ziehen Sie erstmal Ihre Hosen an.« »Okay, okay. Hey, ich weiß, wie wir hier rauskommen. Ich habe einem betrunkenen Wachmann die Zugangskarte geklaut. Gut, was?« »Nicht übel. Das hilft mir weiter.« »Okay, stopp. Vorsichtig. Oh.« Kampfmesser? Nee, ich will kein... Oh, lass ihn los! Wir ziehen jetzt ab. Wir ziehen Leine. Wo ist er denn jetzt hin? Kann doch nicht einfach wegrennen. Haben wir jetzt die Karte? Ich check das mal lieber. Nee, nicht wirklich. Auf geht's. AK nehmen? Nö. Ist in Ordnung. Wir speichern mal. Komm rein, mein Freund. Wir gehen jetzt. Und nu? Schießt er auf uns? Schießt er gleich auf uns? Ja, mach schön deine Arbeit im Stehen. Salutieren? Schade. Hätte ja klappen können. Oh, wir sprengen jetzt unsere Bombe an der brüchigen Mauer und dann sind wir hier weg. Mich jetzt trotzdem mal interessiert. Boah, wie knapp. Und der Pager ist. Falscher Raum. Okay, rechts halten. Rechts halten! Sind fast da. Ich hoffe, wir sterben mal nicht, wenn wir jetzt hier drinnen stehen. Komm. Abflug. Wo lang sollen wir? Hätten wir vielleicht vorher gucken sollen. Rechts halten bis zur Brücke, über die Brücke und dann wieder rechts halten. Ah, wir sehen, die haben uns gesehen. Okay, nochmal bitte. Nein, nicht löschen. Bitte laden. Kurz vor der Bombe werden wir unseren letzten Safe nutzen.
Sagt er. Guten Abend. Na, Kollege? Genosse, ha? Ne, falsche Tür wieder, ne? Genau. Eine weiter. Noch eine weiter. So, jetzt aber. Den Zünder gepackt. Fest umschlossen. Speichern. Ne, wir haben auch zwei dicke. Wir haben noch dicke. Dicke Möglichkeiten gehabt. Abflug. So, rechts rum bis zur Brücke, wobei wir können auch hier rumlaufen. Werden wir ja gleich sehen, ob das die falsche Entscheidung war. Aber die können uns ja auch nichts hinterher sagen, ne? Wir kommen jetzt ja auch rum. Ne, falsch. Damn! Egal, wieder in die andere Richtung. Schlendern. Schön schlendern. Wie in der Einkaufspassage. Ja, rennt hier nur rum, ihr Idioten. Ja, er ist da lang. Na, Strovi, nachher trinken wir einen Wodka. Oh, shit. Laufe. Laufe. Wow, wir hätten schon lange weg sein können. Nein, dreh dich doch nicht die ganze Zeit um. Das war's. Das war für mich jetzt gerade eine sehr thrillige Angelegenheit. Dankeschön. Er wird dafür bezahlt, er nimmt keinen Handschlag an. Mal gucken, welches Rating. Ich hoffe doch zumindest noch Profi. Naja, immerhin. Ein bisschen Aggression. 7 abgefeuerte Schüsse, ein Nahkampf, ein Alarm und einen getöteten Feind. Immerhin, immerhin. Vielleicht dann später im zweiten Durchlauf irgendwann auf dem allerhöchsten Schwierigkeitsgrad Silent Assassin Suit Only. Mal gucken, mal gucken. Aber Leute, diese Folge ist vorbei. Schön, dass ihr mit dabei gewesen seid. Mir hat es eine Menge Spaß gemacht. Wir sehen uns wieder und bis dahin euch eine wunderschöne Zeit. Ne? Bis dann, ciao.